Wenn wir eine neue Kollektion entwickeln, fangen wir immer so an, dass wir erstmal eine Reise machen. Wir haben die Möglichkeit, in die europäischen Metropolen zu reisen, zum Beispiel Paris oder London oder kann auch mal Kopenhagen sein. Also da sind wir auch frei. Das heißt, wir schauen uns an, wo sind gerade tolle Ausstellungen zum Beispiel, wo haben neue Shops eröffnet, die uns interessieren. Wenn wir eine neue Lingerie-Serie entwickeln, dann ist natürlich der erste Schritt, die Spitze zu definieren. Dann wäre der nächste Schritt, dass man einfach mal an der Büste ausprobiert, in welche Richtung könnte der BH gehen, was könnte gut aussehen, wie verhält sich die Spitze an der Brust. Unser Ziel ist es, nicht nur schöne Lingerie zu machen, sondern auch bequeme Lingerie zu machen. Was Hanro eigentlich ausmacht, ist diese Langlebigkeit, und zwar nicht nur im Sinne der Qualität langlebig, sondern wirklich auch vom Stil. Also das Schöne ist, wir wollen eigentlich Lieblingsteile entwickeln, die man über mehrere Saisonen, mehrere Jahre, teilweise sogar mehrere Jahrzehnte trägt.